Sie sich Anfang 2016 bei TOYS2MASTERS angemeldet haben, da war das noch ein Solo-Projekt. Inzwischen sind Sie zu dritt. Meine kurze Frage, gibt es hier im Publikum jemanden, der rothaarig ist? Also so ein echter rothaariger Mensch? Nur? Zeig. Mach mal Licht an, Fabio. Das ist nicht richtig rot. Du musst sehen, echtes Rot siehst du gleich hier auf der Bühne. Aber ich muss dir das ganz kurz erklären. Ich habe mich das tatsächlich gefragt, wie ist das so? Rothaarige Menschen gibt es ja wenige. Wenn man sich so auf der Straße sieht, ist das dann so ein bisschen so... Ich weiß, wie du mich fühlst. Ist das so? Ja? Frag mich vielleicht einfach mal die nächsten Eck gleich, Lana. Das wird eine Frage für dich, okay? Meine Lieben, im Finale steht jetzt der nächste Eck. Wenn ihr mich gleich fragt, meine Fresse, ich muss aufhören zu trinken, ey, das geht nicht mehr. Ich kann euch beruhigen, es sind Zwillinge. Ihr seid absolut nüchtern. Dennis und Marvin machen schon seit ihrer Kindheit Musik und jetzt stehen sie im Finale. Bitte einen riesen Applaus. Hier kommt BROMO! Das ist BROMO und wir sind im Finale von TOYS2MASTERS. Als Jugend ist uns so seit 3 Monaten. Ich habe mich sich eigentlich allein angemeldet. Dann kam BROMO und habe mich ungefähr eine Woche vor dem Auftritt gefragt, hey, hast du nicht Bock mitzumachen? Und so kam es, dass wir jetzt unser Duo, unser Trio sind. Also danach kam so, wir haben zusammen geprobt und uns wieder überhaupt kein richtiger Name rein. Und dann haben wir irgendwo in der hinteren Ecke so unseren alten Teddybär gesehen. Und der hieß halt BROMO, ist uns eingefallen, und dachte, das ist der perfekte Name für unsere Welt. Das Highlight sind definitiv unsere Fans, die uns jedes Mal total unterstützen und uns einfach auch diesen Halt geben, überhaupt weiterzumachen, wenn wir uns erstmal das Selbstbewusstsein gegeben haben, auf so eine Bühne zu gehen. Vielen Dank euch. Durchgedreht, total geweint.